Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einer neuen Grußkarte für euch. Heute basteln wir eine DIN-Langkarte mit den Card Deco Essential Slimline Dies. Slimline Buttons, irgendwie 103 auf jeden Fall. Wie immer, die Bezeichnung findet ihr in der Infobox. Ich habe hier die größere Stanze mir ausgesucht. Die wird dann der Aufleger für meine Grußkarte sein. Habe das Ganze ein bisschen zurechtgeschnitten, damit es auch durch meine Stanz- und Prägemaschine durchpasst. Und fange an zu stanzen. Diese Slimline-Stanzen sind natürlich viel zu lang für unsere Schneid- und Stanz- und Prägemaschinen. Deswegen muss man das dann so ein bisschen schieben und auch ein zweites Mal durchkurbeln und das, was noch nicht gestanzt ist, stanzen. Am besten nur diesen Teil durchkurbeln. Das heißt, ich habe hier auch nur kurz reingefahren und wieder zurück, um nicht einen Doppelstanzeffekt zu bekommen oder dass sich die Stanze oder das Ausgestanzte ein bisschen verschiebt. Das Motiv, was ich mir ausgesucht habe, ist ein Liegestempel. Hier schreibe ich auch die Größen. Der Kartenrolling selbst ist 21,2 x 20,8. Das heißt, in der Hälfte gefällt's bei 10,4 cm. Und den Kartenrolling habe ich aus dem Action Aquarellpapier zugeschnitten. Hier habe ich dann ausgemessen, wie groß meine Stanze ist, beziehungsweise das Ausgestanzte. Und schneide mir jetzt aus weißem Tonpapier eine Mattung in 19,5 x 8,7 cm. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich mal wieder einen Hintergrund aus Designpapierresten mache. Habe mir hier einen Schmierzettel rausgenommen und schneide mir ein Rechteck in 19,1 x 8,3 cm zu. Für die ganzen DIN-Lang- oder Slimline-Karten benutze ich dann doch lieber meinen großen Hebelschneider. Hier ist die Rückseite von dem Schmierzettel. Ich zeichne mir Hilfslinien einmal quer und einmal im 90-Grad-Winkel dazu einen parallelen Streifen. Wie ihr seht, habe ich meine Streifen auch schon nach Farben sortiert. Das waren Reststücke von Designpapieren. Beim Schneiden bleibt ja oft dann irgendwie ein Streifen über. Hier habe ich ein trockenes Feuchttuch und ein Distress-Stempelkissen in Vintage-Foto. Ich färbe mir die Kanten ein und klebe das Ganze dann mit Klebestift Streifen für Streifen auf meinen Hintergrund bzw. auf meinen Schmierzettel und folge dann den Linien, die ich aufgemalt habe. Das wiederhole ich halt so lange, bis der ganze Hintergrund ausgefüllt ist. Ich färbe mir die Kanten ein, weil je nachdem, welches Designpapier man verwendet, ist das oft entweder von der Rückseite weiß oder innen drinne weiß. Und ich mag diese harten weißen Kanten nicht und da hilft halt eine Stempelfarbe, dass das Ganze ein bisschen schöner aussieht, dass man auch die Schnittkante nicht so direkt erkennt. Und insgesamt wirkt es dann doch wirklich schöner. Ich habe am Anfang das auch ohne gemacht und das hat mich doch ganz schön gestört, dass das weiße Papier durchkam. Hier haben wir Tonpapier in Lila und das fand ich dann doch irgendwie zu langweilig. Also habe ich mir eine von meinen Prägeschablonen geschnappt und habe dann das Tonpapier geprägt. Hier passte mein Sandwich nicht, es war zu dick. Ich musste die Platten einmal tauschen, weil die Embossing-Platten sind ja doch schon ganz schön dick. Da müsst ihr halt das Sandwich anpassen. Auch die geprägten Streifen werden natürlich an der Kante eingefärbt und dann erst aufgeklebt. Also das mit den Papierreststreifen ist nicht für jedermann, das weiß ich auch. Und ich habe mir halt einfach über die Jahre jetzt angewöhnt und versuche halt mit meinen Materialien vernünftig umzugehen und nichts wegzuschmeißen. Und wenn ich denke, oh Gott, das kann ich noch irgendwie benutzen, dann wird das halt aufgehoben. Ich habe meine Reste nach Farben sortiert und selbst meine Papierstreifen sind, wie gesagt, nach Farben sortiert. Dann, wenn ich eine bestimmte Farbe im Sinn habe und etwas Bestimmtes basteln möchte, brauche ich dann nicht erst suchen oder mir erst Streifen zuschneiden. Ich kann direkt loslegen. Also das erleichtert mir zumindest die ganze Arbeit.
Hier schneide ich das überstehende Papier ab. Die ganz kleinen Ecken, so wie das da, wird natürlich entsorgt, aber die größeren oder die längeren Abschnitte, die behalte ich. Die können dann halt für was anderes, für die letzten Ecken zum Beispiel benutzt werden. Da brauchst du oder braucht ihr nicht mehr die ganz langen Streifen. Da reicht da wirklich nur ein kurzer. Ich mache mir auch keine Gedanken großartig, was für Designs ich da miteinander kombiniere, weil ich kenne mich. Ich klebe dann hinterher so viel oben drauf, dass man von dem Hintergrund dann auch nicht mehr alles erkennen kann. Und die Farbe an sich versuche ich immer einfarbig zu halten, beziehungsweise in einer Farbfamilie zu bleiben, dass das halt auch nicht zu chaotisch wirkt. Ich versuche die Streifen auch etwas abzuwechseln, dass halt keine zwei Designs hintereinander kommen. Das mag ich dann nicht. Es sieht schöner aus, je verschiedener das Ganze ist. Und auch die Breiten der Streifen sind unterschiedlich. Ich habe ganz feine, dünne, ich habe auch etwas dickere. Und das ergibt sich halt einfach, je nachdem, was ihr zuschneidet. Ab und zu habt ihr wirklich nur einen ganz kleinen Streifen über. Manchmal ist es ein breiterer Streifen. Und da sind halt keine Sachen, die jetzt in die Restekiste bei mir gehören. Die werden halt direkt schon aussortiert und als Streifen aufbewahrt. Wie ihr seht, auch trotz Beschleunigung, das Ganze dauert. Das dauert seine Zeit und wenn ihr eine schnelle Karte basteln wollt, dann färbt euch den Hintergrund lieber selber ein oder benutzt ein Designpapier und schneidet das halt auf Größe zu. Das funktioniert natürlich auch. Ich wollte euch nur mal nach langer Zeit mal wieder Restpapier, Streifen, Hintergrund, mein Patchwork-Design oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, zeigen. Und irgendwie hat mich diese Karte dann auch angesteckt und danach war ich teilweise so wirklich, also man kann schon sagen, in Massenproduktion. Ich weiß nicht, ob ich das Video auch noch hochladen werde. Aber ja, ich habe 27 Hintergründe geklebt. Und die sind noch gar nicht so weit, dass ich sie zur Karte verbasteln werde, aber ich habe sie schon mal fertig an der Seite. Hier kommen wir langsam zum Ende, das heißt jetzt noch die Ecke und dann haben wir den Hintergrund komplett aufgefüllt. Ich habe hier verschiedenste Designpapierreste von Action, von Folia. Da sind von Verpackungen teilweise Zuschnitte. Ich habe irgendwie, ja, alles was ich als Designpapier sehe, was mir gefällt, bewahre ich auf. Und das ist nicht immer nur Designpapier, was ich kaufe. Nach dem ganzen Fertigkleben werden auch hier die Kanten, die Schnittkanten vor allem, eingefärbt. Das mache ich halt zum Schluss, weil ich vieles ja noch wegschneide und das macht ja nicht viel Sinn, den Streifen vorher einzufärben, wenn man nicht weiß, wie kurz das Ganze ist. Also meine Lila-Streifen behalte ich weiterhin, das waren jetzt noch drei Stück über. Und ja, ich habe mir keine neuen zuschneiden müssen, das was drin war, hat tatsächlich für diesen einen Hintergrund gereicht. Ich klebe das jetzt mit Klebestift auf die zugeschnittene Mattung und natürlich wird das Ganze auch genäht. Dafür möchte ich aber noch meinen Digi-Stempel zuschneiden, damit ich, wenn ich schon nähe, dann das Ganze zusammennähen kann. Ich habe hier zwei Sets vom Action mir rausgekramt, einen glatten Kreis und einen gewellten Kreis. Ich probiere das Ganze natürlich nicht vor der Kamera aus, sonst würde das Video noch doppelt so lange dauern. Ich habe versucht, so viel wie möglich dann ja, wegzulassen. Aber natürlich das Wichtigste euch zu zeigen. Hier nehme ich den gewellten Kreis und stanze mir das Ganze aus einem Reststück Tonpapier zu. Nein, Tonkarton, das war jetzt was stabiler. So. Das ist übrigens auch die gleiche Farbe, die ich am Anfang gestanzt habe. Das ist auch etwas, wo ich drauf achte. Ich versuche halt den Ton irgendwie gleich zu halten oder sehr ähnlich, damit das Ganze halt auch ja, schöner fürs Auge ist, aufeinander abgestimmt ist. Hier habe ich das Ganze mit Klebe, also natürlich wieder die Kanten eingefärbt mit meinem Distress-Stempelkissen
Und ich habe das mit Klebestift auf das gewählte Kreis, also den gewählten Kreis geklebt. So. Hier auch wieder das Ganze, die Mattung auch geklebt. Und hier seht, habe ich das Ganze auch genäht mit Fliedernägern. Und hier werden wieder die Papier sage ich schon, die Fadenenden nach hinten gezogen. Ich mag das nicht, dass man das sieht. Deswegen klebe ich mir das Ganze mit Tesafilm dann hinten fest. Nach dem Kleben sieht man das dann überhaupt nicht mehr. Da ich das Motiv so knapp geschnitten habe, dass man auch dann quasi einen Teil des Motivs auch nicht mehr sieht, habe ich das Ganze jetzt auch nicht komplett drumherum genäht, sondern mir drei Ecken ausgesucht, die ich dann mit Zickzack genäht habe. Hier habe ich wieder ein Reststück genommen, ein Stempel von My Favorite Things, der sagt You are magical. Das möchte ich auf demselben lila Karton jetzt embossen, und zwar in Schwarz. Das Embossing-Pulver, was ich habe, ist von Nelly Snellen. Ich habe das Papier jetzt vorbehandelt mit meinem antistatischen Kissen, habe dann mit dem Versafein gestempelt, und hier seht ihr meine Auffangschale. Da wird das Embossing-Pulver halt drüber gestreut und bleibt dann im Idealfall da kleben, wo das gestempelt ist. Aber wie ihr seht, war da jetzt ein bisschen daneben gegangen. Dann habe ich mit Pinsel und mit meiner Prickelnadel so ein bisschen nachgeholfen. Das Ganze natürlich mit dem Heißföhn embossed. Und dann nur noch ausstanzen. Das ist auch wieder ein Set von Action. Das ist schon etwas älter. Ich habe mir das kleinste Fännchen ausgesucht. Natürlich wird das Ganze auch mit Klebeband fixiert, weil da war jetzt nicht viel Spielraum, und wenn ich das halt falsch stanze, dann müsste ich dann von vorne anfangen. Das hat aber ganz gut funktioniert. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, irgendwie geht das ein bisschen unter, lila auf lila. Also habe ich mir das größere Fännchen aus dem Set genommen und das Ganze aus Transparentpapier gestanzt. Auch da nehme ich einfach ein Reststück, weil das ist ja nur ein kleines Element, da braucht man keinen ganzen Bogen für anschneiden, und ich habe immer Reste da. Also werden die durchgekurbelt, und dann habe ich schon eine fast transparente Mattung, die aber trotzdem schon so viel wirkt, dass das Ganze sich abhebt von dem, ich sag mal, sehr großen oder sehr dominanten Hintergrund. Und ich habe mir auch von Sherilyn eine Stanze ausgesucht und das Däule in Weiß gestanzt. Wie ihr seht, aus dem Dinline-Stanzen-Set war auch noch so diese drei Knöpfe, die ich da jetzt rausgenommen habe, mit dabei. Die habe ich jetzt aus meinen Designpapierresten hier gestanzt und auch jeweils dreimal aus Aquarellpapier. Auch Restpapier, was ich da hatte. Ich würde sonst kein Aquarellpapier für benutzen. Kann auch was anderes gewesen sein. Kann auch einfach nur Karteikarte. Also Hauptsache irgendwas, was ihr liegen habt, um die Knöpfe quasi zu erhöhen, um stabiler zu machen, damit die wirklich erstens dreidimensional wirken und dann auch, sage ich mal, die Höhe von einem richtigen Knopf haben. Diese waren mit Wellrand, und teilweise fand ich das schon ganz schön schwer, das passend zu treffen. Ich habe die mit, oh, wie heißt das? Glossy Accent, genau, fällt einem das Wort nicht ein. Einmal von oben bezogen und an die Seite gelegt zum Trocknen. Das Glossy Essen braucht eine gewisse Zeit. Das macht dann die Knöpfe dann etwas glänzender, und ich sag mal, das Papier wirkt dann schöner und nicht so matt wie jetzt aktuell im Video. Ich habe übrigens auch zu viele vorbereitet, aber das ist kein Weltuntergang. Ich mache meistens etwas mehr, und dann, nachdem ich dann die Karte dekoriert habe, bleibt dann das eine oder andere über.
Und das wird dann halt für die nächste Karte genommen. Das war natürlich jetzt total albern. Ich habe zu viel Schwung drauf gehabt, das Ganze ein bisschen gerettet. Natürlich, da seht ihr meine Reste, das, was sozusagen übergeblieben ist nach dem Kurbeln der Knöpfe. Und selbst diese Reste werden noch benutzt. Ich habe hier einen Martha Stewart Stanzer rausgeholt und jetzt erstmal einen Schmetterling gestanzt. Ich habe auch noch einen weiteren Stanzer mir geholt von Nelly Snellen. Genau, der ist das. Da habe ich noch etwas kleineren Mini-Schmetterling. Je nachdem, wie klein eure Reste sind, müsst ihr halt auch die Stanzer für wählen. Und da habe ich mich auch irgendwie ziemlich lange mit aufgehalten. Ich habe wirklich das Ganze, was ich noch hatte, gestanzt. Und das, was ich nicht benutzt habe, kommt in meine Restekiste. Jetzt war das Weiß ein bisschen sehr viel, deswegen habe ich dann jetzt noch ein bisschen weitere lilane Reste dann rausgekramt. Da sind übrigens die Streifen, die ich auch für den Hintergrund benutzt habe, die nicht ganz geblieben sind, sind bei mir in die Restekiste gewandert und da habe ich die halt wieder rausgekramt. Hier habe ich auch einen Stanzer von Martha Stewart mit Hortensien, aber die kommen dann doch nicht zum Einsatz. Wie gesagt, das ist oft so, dass ich irgendwas vorbereite und das am Ende des ganzen Projektes bleibt dann noch meistens noch was über für die nächste lilane Karte. Ich habe das Ganze an die Seite getan, in eine Box. Habe mir jetzt noch Stanzen von Nelly Snellen und von Action rausgekramt. Habe meine Restekiste rausgekramt und dann hier lilane und grüne Papiere ausgesucht, die meiner Meinung nach jetzt zu der Karte passten. Hab hier zwei Stanzen, zwei Blumen ausgesucht und kurbel jetzt natürlich meine ganzen Blümchen erstmal durch. Und wenn die Blümchen fertig sind, dann sind die Blätter dran. Das ist Actionpapier. Das ist so ein Cardstock mit Leinenstrukturprägung. Die gab es mal so als Streifen gebunden und ich habe dann einen Streifen rausgelöst und ich arbeite mit diesem Streifen jetzt auch schon ein paar Monate. Immer wieder, je nachdem, ob es passt. Auch das ist ein Actionpapier. Das war ein 15x15 Block damals, auch mit Leinenstruktur. So ein bisschen spezielleres Papier. Ohne Druck. Einfach nur mit Prägung, einfarbig. Auch da habe ich schon einiges mitgemacht und einige Sachen draus gestanzt. Für die Blätter habe ich hier Designpapier genommen und habe versucht, so viele wie möglich auf einmal zu stanzen, beziehungsweise das Design wollte ich halt mit den zwei Stanzen ausstanzen. Oh Gott, was für ein Satz. Das Ganze natürlich wiederholt. Mit der Prickelnadel könnt ihr eure Stanzungen rausdrücken, falls sie sich nicht von alleine rauslösen. Und das ist halt auch so eine Art Fleißarbeit. Es ist nicht wirklich anstrengend. Es bedarf halt gewisser Zeit. Und je nachdem, wie weit ihr eure Karte schon vorgeplant habt und wisst, wie viel Platz ihr habt, ist das halt auch manchmal schwer einzuschätzen, wie viel brauche ich. Deswegen mache ich dann meistens etwas mehr. Und das, was überbleibt, wie gesagt, bewahre ich auch auf und versuche das auf den danach kommenden Projekten zu verarbeiten. Hier ist ein Cardstock, der ist auch, ich sag mal, relativ speziell. Der ist von oben weiß beschichtet, von unten grün. Und je nachdem, was für Stanzform ihr benutzt, hat das eine ganz andere Wirkung. Ja, den Rest habe ich außerhalb der Kamera weiter gestanzt. Hier habe ich das Däumchen zur Hälfte geschnitten oder etwas ungefähr zur Hälfte. Und klebe das Ganze jetzt auf meinen Hintergrund auf. Wie immer mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber, weil ich einfach auf Nummer sicher gehen möchte, dass das halt auch dauerhaft kleben bleibt. Hier habe ich ein Stück Wellpappe in Weiß.
Ich möchte das unter mein Motiv kleben und reiße mir das halt einfach in passende Größe. Er soll halt auch nicht zu sehr überstehen. Auch wieder mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber. Mein heißgeliebter Tiki Glue. Hier habe ich ein Stück Pappe genommen und klebe sie jetzt auch hinter das Motiv, um einerseits eine glatte Basis zu haben zum Kleben und andererseits, um auch etwas Erhöhung zu haben, aber nicht zu viel. Schaumklebeband ist ja oft relativ dick. Ich habe das Ganze jetzt beschwert, damit der Kleber sich richtig setzen kann. Und hier habe ich lila Nähfaden genommen, habe mir ein paar Schlaufen gedreht. Also ich wickel das einfach um die Finger herum und so entstehen dann so Schlaufen. Die sind auch immer von Mal zu Mal unterschiedlich. Jetzt wird das Motiv über die Schlaufen geklebt. Ihr müsst halt euch wirklich Gedanken machen, in welcher Reihenfolge, in welcher Ebene ihr seid, dass ihr dann nicht das Ganze irgendwie aufreißen müsst, weil ihr irgendwas vergessen habt. Hier ist der Banner, den wir vorhin embossed haben. Den habe ich auch auf Vellum geklebt. Da man hinter dem Papier das quasi nicht sieht, kann man sehr gut auch mit Flüssigkleber arbeiten. Auch hier nehme ich Pappe, um das Ganze höher zu kleben. Ich habe ganz viele Pappreste von meinen Designpapierblöcken. Die habe ich ja auseinandergetrennt vor einer Weile und habe dann die Pappen zum Teil behalten. Das war insgesamt zu viel, um alles aufzubewahren. Und da ich das schon da habe, benutze ich das auch. Ich habe auch außerhalb der Kamera hier noch aus Vellum einen Banner gestanzt und zwei kleinere Banner von Create a Smile. Das ist auch ein Stanzenset, was ich sehr liebe. Ich habe mir eine Charm-Elfe ausgesucht und hier versuche ich einen Brett in Lila, der halt zu meiner Karte passt, auszusuchen. Es ist einer aus Flieder oder Fliederfarben geworden. Das müsste auch einer von den Action-Breads sein oder Musterklammer auf Deutsch. Dann versuche ich das Ganze so ein bisschen anzuordnen. Ich fand die Ecke irgendwie zu leer, nachdem ich das Ganze jetzt so angefangen habe aufzukleben. Habe hier ein Loch mit meiner Schere durchgedrückt und das Ganze dran befestigt, also mit der Musterklammer. Für die Elfe habe ich mir gedacht, die müsste ich ja irgendwie auch anbinden. Habe ich Perlgarn genommen, was ich normalerweise zum Häkeln benutze. Das ist schön schimmernd und Flieder passt sie halt jetzt ganz gut zu der Karte. Und irgendwie fand ich diese gewellten Ecken oder den Rand ziemlich passend, um da drum rumzuwickeln. Hab halt das Ganze jetzt um die linke Seite gewickelt. Viermal und mit einem Reststück oder mit einem Stück von dem Perlgarn binde ich jetzt auch den Charm dran. Einmal Doppelknoten, damit das nicht aufgeht und eine Schleife hinterher, damit das auch was schicker aussieht. Da es eine kleine Schleife werden sollte, war es ein bisschen frimmelig, aber es hat geklappt. Hättet ihr, also wenn man das vorher ein bisschen länger gelassen hätte, wäre es einfacher gewesen, aber okay. Das ist meine Prickelmatte. Das ist etwas stärkerer Schaumstoff. Und mit dem möchte ich meine Blümchen prägen. Ich habe ganz viele Blümchen in Flieder gestanzt. Nehme halt hier meinen Prägestift mit einem Kugelaufsatz und präge erstmal die Blätter von außen. Das ist übrigens jetzt mit Rückseite nach oben. Ich habe hier auch welche aus Vellum gehabt. Die färben sich dann etwas weißlich. Die sind auch dann am Ende nicht auf der Kante gelandet, aber die sind auf Seite und warten halt auf das nächste Projekt, wo sie dann zum Einsatz kommen werden. Jetzt natürlich das Ganze umdrehen und die Blümchenmitte nach innen prägen. Jetzt haben sie etwas, ja, ich sag mal 3D-Effekt. Die sind nicht so flach, einfach
Die wirken viel schöner und hier habe ich sogar eine halbiert, um das Ganze ein bisschen mehr zu füllen. Weil oft habt ihr dann doch nicht so viel Platz, dass eine ganz große Blume komplett drauf passt und da kann man sich halt mit sowas auch ganz gut behelfen. Und Wiederholung ist halt immer schön fürs Auge. Deswegen, also eine Blume ist verloren, aber so drei, vier, fünf passen schon mal ganz gut. Für die größte habe ich dann ein Innenblümchen eingeklebt. Hier habe ich auch schon meine ganzen Blätter und Ranken. Wie ihr seht, habe ich auch noch welche von Joycraft gestanzt aus Kraft und aus etwas knalligerem Grün, was glaube ich dann auch nicht zum Einsatz kam. Wenn euch die Blätter zu lang sind, könnt ihr wie hier einfach das Ganze kürzen. Je nachdem, wie die Schnittkante ist, auch das Ganze noch an, also mit der Schere nachschneiden, damit es auch nicht so aussieht, als wäre es einfach geköpft worden. Ich fange mit dem Kraft an, das heißt, auch da ist das halt sozusagen Schichtarbeit. Die untere Schicht möchte ich halt in Braun haben und die Blätter darüber in Grün. Die rechts, die Blätter, die habe ich eigentlich verwenden wollen, aber die waren dann doch viel zu lang und auch hätte ich die zugeschnitten, hätte ich nur das obere Teil benutzen können. Das fand ich dann zu schade. Also habe ich mich für die Designpapier Blätter entschieden und schneide mir halt auch da teilweise was ab und schiebe das Ganze drunter. Ich muss sagen, das war jetzt irgendwie früh morgens gewesen und meine Belichtung ist echt nicht schön. Da ist die Sonne sehr stark am Blenden und da kommt die Kamera halt nicht ganz zurecht damit. Ja, das ist der Vorteil von Frühling oder Nachteil, ich weiß es nicht. Die Sonne ist halt sehr stark. Ich sitze ja direkt vorm Fenster. Und ja, ich hoffe, man kann immer noch alles erkennen, was ich hier mache. Ich klebe Blatt für Blatt. Jetzt sind wir sogar bei den kleineren Blättern angekommen. Je nachdem versuche ich das Ganze auch dann im Paar, also paarweise aufzukleben. Ein einziges Blatt ist manchmal so ein bisschen verloren. Hier arbeite ich auch wieder mit meinem Flüssigkleber. Da habe ich noch ein bisschen Zeit, um das Ganze noch ein bisschen zu schieben oder anzupassen. Aus einer Folie habe ich dann lila, ja, Blütenmitten gestanzt. Ich hatte eigentlich erst überlegt, dass ich zwei übereinander klebe. Das ließ sich jetzt auch etwas schwierig kleben insgesamt, weil das halt eine Folie ist. Aber mit etwas Geduld funktioniert auch das. Ich habe die halt einmal eingedrückt und geprägt, damit das ein bisschen auch die Form sich ändert. Mit Flüssigkleber dann in meine Blumen eingeklebt. Die halben Blumen habe ich dann ausgelassen, weil die sieht man ja dann nur zum Teil. Habe mir dann Schmucksteine rausgekramt. Auch die sind bei mir nach Farben sortiert. Ich habe dann geguckt, welche lilanen ich denn gerne benutzen möchte. Diese sind irisierend und ich meine, die müssten sogar auch vom Action sein. Das war so eine Reihe, die mehrere Größen mit auf einem Bogen hatte. Lila, die auch gleichzeitig ein bisschen, ja, etwas anders irisierend schimmernd. Dann habe ich mir natürlich meine Knöpfe noch genommen und mein Reststück Perlgarn, was ich da noch über hatte. Und fädel das Ganze jetzt durch die fertigen Knöpfe, die natürlich auch inzwischen trocken sind. Wenn ich Knöpfe oder wie hier gestanzte Knöpfe auf meinen Karten benutze, finde ich, wirken die viel schöner, wenn man dann halt auch einen Knoten reinsetzt oder das Ganze mit Faden dekoriert. Dann wirken die nicht so verloren und irgendwie auch, ja, diese Kleinigkeiten machen den Unterschied. Ich meine, oft ist es auch so, wenn man einfach nur einen Knopf aufklebt, kommt der Kleber durch. Durch die Löcher quillt er nach oben und das sieht dann auch nicht schön aus. Und wenn da schon Faden drin ist, sollte der Kleber dann doch durchkommen, ist dann halt, sieht man das nicht mehr so stark. Den größten Knopf habe ich als dritte Blume sozusagen in meine Mitte geklebt.
Links habe ich einen Knopf als Blumenmitte für die halbe Blume verwendet. Und ich glaube, dass der, ja genau, der letzte Knopf, den verstecke ich so ein bisschen. Genau, der ist oben rechts. Und dann habe ich noch geguckt, was ich noch sonst vorbereitet hatte. Beim Ausstanzen des Stacks oben rechts der Lederne ist so ein Herz rausgefallen. Auch das habe ich aufbewahrt und links auf meine Karte geklebt. Hier sind noch ein paar Schmetterlinge, die ich so ein bisschen verteile. Auch da ist es schöner, wenn sie halt entweder paarweise geklebt werden oder halt auch verschiedene Größen. Das wirkt dann halt schöner. Ich habe auch noch von der Karin Jettenmeier so einen Bogen gefunden mit lila Flieder, ich würde sagen fliedernen Schmucksteinen. Die sind etwa, ich denke mal, 3 oder 4 mm groß und die sind facettiert. Das müssten von Action sein, die gab es mal am laufenden Band. Das sind richtig kleine 2 mm Schmucksteine, die verteile ich halt als Dekoration für meine Schmetterlinge und auch so ein bisschen hier und da. Und dann habe ich auch noch überlegt, ob ich das Ganze auch noch ein bisschen erweitere. Hier seht ihr, klebe ich das Ganze jetzt schon auf mein Kartenrolling, weil ich mit der Deko soweit zufrieden bin und das Ganze jetzt quasi zum Abschluss kommt. Was noch natürlich noch fehlt, ist die Koloration. Aber auch das ist etwas, was mich manchmal viel Zeit kostet, weil ich mir halt auch die Zeit nehme. Es muss nicht immer schnell, schnell gehen. Ich bin erst zufrieden, wenn eine Karte lange dauert. Wenn ich so schnell mit etwas fertig bin, bin ich irgendwie unzufrieden. Da fehlt mir irgendwas. Und ich kann mich halt am besten kreativ austoben, wenn ich viel Zeit in etwas stecke. Und ja, es macht mir einfach Spaß. Hier wie immer mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber. Und natürlich auch wieder von der Rückseite das Ganze auch aufkleben. Ihr müsst aber auch bedenken, auch diese Pappe gibt der ganzen Sache etwas Gewicht. Das heißt, wenn ihr sowas macht, müsst ihr auch bedenken, beim Versenden von eurer Karte kommt dann wahrscheinlich etwas mehr Versand auf euch zu. Ich schicke nicht so viele Karten, wie ich von Hand verteile oder als Zusatz zu einem Geschenk und da habe ich meistens eh ein Päckchen, deswegen stört mich das halt nicht. Mein Faden ist irgendwie untergegangen, der rechte zumindest, und da habe ich mir gedacht, dann nehmen wir uns einfach Nähfaden, das ist wirklich ein sehr günstiges Bastelmaterial, und kleben das Ganze noch ein bisschen drüber, damit das nicht untergeht. Und damit man den Kleber nicht zu sehr sieht, habe ich dann auch noch einen Schmuckstein drüber geklebt. So. Wie immer beim Kolorieren zeichne ich mir erst den Horizont an. Ich meine, genau diesmal habe ich mich für die Aquarellstifte entschieden. Mit den Digi-Stempeln und mit den Distress-Reinkern kriege ich meistens sehr große Probleme. Die vertragen sich irgendwie nicht mit der Karteikarte, auf die ich drucke. Und dann habe ich mir in letzter Zeit zumindest dann die Aquarellstifte wieder rausgekramt, zumindest für meine Digi-Stempel. Mit dem Wassertankpinsel nehme ich die Farbe jetzt vom Stift direkt auf, weil ich einfach diese direkt Stift auf Papier, weiß ich nicht, ist nicht mehr meins. Ich habe das früher immer so gemacht, aber die drücken dann doch schon ein bisschen und hinterlassen Struktur und das möchte ich dann doch nicht. Und ich kann mit dem Pinsel inzwischen besser umgehen und dann kann ich die Farbe halt besser dosieren. Und da, wo die Farbe halt zu hell ist, kann ich nochmal drüber gehen. Mit Grau habe ich hier meinen Schatten so ein bisschen schon angedeutet unter der Schildkröte. Und
oder um die Schildkröte herum. Den Horizont habe ich dann jetzt ein bisschen stärker gezeichnet. Ich muss auch sagen, das ist so nah rangezoomt, dass ich echt aufpassen muss, dass ich tatsächlich auch immer im Bild bleibe. Also nach dem Hintergrund, nach dem, sag ich mal, Himmel, kommt jetzt das Graue, so ein bisschen der Schatten, wo ich dann denke, wo der Schatten sitzen müsste. Also kommt bei mir das Licht dieses Mal von links und der Schatten auf die rechte Seite. Oder halt unter die Motive, unter die Kleidung, die Schatten wirft. Ich habe hier mit Rosa die Wangen und die Lippen betont. Dann habe ich mit einem braunen Stift angefangen, die Hautfarbe, zumindest sage ich mal den Schatten, den dunkelsten Bereich der Haut anzudeuten. Habe schon die Knie ein bisschen betont. Die Ellenbogen. Es wäre schön, wenn ich so schnell kolorieren könnte. Den Nasenansatz. Da wo der Schatten bei mir sitzen wird. Diesmal habe ich halt dunkel angefangen. Oft fange ich eher hell an. Hier versuche ich mit dem Hautton das Ganze noch ein bisschen zu verwischen. Und die hellsten Bereiche bleiben bei mir tatsächlich dann auch weiß. Mit Flieder habe ich dann hier den Anzug koloriert. Und ich habe auch die Flügel in Lila also eingefärbt oder koloriert, damit das Ganze halt auch zu meiner Karte passt. Habe verschiedene Lila-Töne genommen und dann versucht auch schon ein bisschen zu schattieren. Aber das ist ja quasi ein Prozess, also ihr schichtet eure Farben aufeinander. Der erste Anstrich ist meistens relativ blass und danach kann man halt in die Tiefe gehen, dann Licht und Schatten ausarbeiten, indem man halt mit einem dunkleren Ton den Schatten mehr betont. Und ja, da muss man sich dran trauen. Ich glaube, da haben viele Probleme mit und bleiben meistens recht hell. So war es bei mir am Anfang auch und nach habe ich dann dazugelernt und mich mehr getraut und ich weiß, dass das halt auch funktioniert. Mit Gelb färbe ich die Haare ein, die werden halt blond und da blond nicht nur, sag mal, eintönig ist, wird halt mit Braun schattiert, mit Orange und man bleibt halt in der Farbfamilie. Aber blond ist halt unterschiedlich. Also da könnt ihr nicht mit einer Farbe komplett die Haare ausarbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Da müsst ihr wirklich mit verschiedenen Tönen arbeiten. Mit Orange habe ich die Karotte eingefärbt. Auch erstmal mit einem helleren Orange und nach unten hin mit einem etwas dunklerem. Mit einem grünen Farbton habe ich dann die Blätter und das Grün der Karotte koloriert. Mit Braun den Stiel. Und auch mit Braun hier versuche ich schon den Schatten und den dunkelsten Bereich der Schildkröte oder vom Panzer der Schildkröte auszuarbeiten. Ich setze auch die Schatten ins Grüne. Braun ist halt eins der Farbtöne, so wie Grau. Da könnt ihr wirklich über alles drüber gehen. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit Grau in, sag ich mal, die Hautfarbe schattieren. Aber alles andere funktioniert eigentlich ganz gut. Die Musterung des Panzers wird auch ein bisschen ausgearbeitet. Hier sitze ich auch mit braunen Schatten in der Möhre, damit der Orangeton quasi ein bisschen verstärkt wird, ein bisschen dunkler wirkt. Auch die Hauttöne versuche ich noch ein bisschen dunkler zu haben. Gleichzeitig gehe ich auch mit dem Braunton auch in die Kleidung rein und auch natürlich die Haare. Da, wo die Striche zu, ich sag mal, zu stark sind, wische ich das ein bisschen mit Wasser aus und verteile das Ganze so ein bisschen. Ihr könnt euch auch das Motiv auch ständig wie hier drehen, so wie ihr das braucht. Dann habt ihr mehr Kontrolle über den Pinsel und da, wo ihr die Striche setzt, seht ihr das Ganze halt auch besser.
Wer nicht so mutig ist, kann natürlich auch erst kolorieren und dann das fertige Motiv verwenden für die spätere Karte. Ich mache das seit Jahren halt andersrum. Hatte bis jetzt auch, glaube ich, nur einmal das Problem, aber das lag jetzt auch zum Teil an meinem Drucker. Ja, da fängt man halt von vorne an. Aber wie gesagt, das war mir in den letzten 15 Jahren einmal vorgekommen. Und ja, deswegen fühle ich mich da eigentlich in dem Bereich schon recht sicher. Jetzt haben wir den ersten Anstrich im Grunde fertig. Alle Flächen sind bedeckt. Und jetzt können wir dann unsere Tiefe ausarbeiten. Jetzt können wir mit dunkleren Tönen mehr Schatten setzen. Hier habe ich Schwarz genommen und habe dann jetzt tatsächlich auch schon den Schatten unter der Schildkröte, den Horizont noch verstärkt und auch den Panzer jetzt schattiert. Das ist jetzt übrigens überall schwarz. Ja, ich war mutig. Ich habe das tatsächlich überall, selbst auf der Haut der Schildkröte verwendet und habe dann die tiefsten Bereiche angedeutet. Und das wirkt halt hinterher plastischer. Also es ist erstaunlich manchmal, wie viel eine einzige Farbe Ausdruck verleiht und wie viel Unterschied das Ganze macht. Bei meiner Elfe setze ich Schwarz nur in der Kleidung ein und in den Haaren. Also ich habe großen Respekt und ich gehe nicht mit Schwarz in die Haut rein. Also das wirkt für mich zu dramatisch. Also ich weiß nicht, also ich mag das nicht. So krasse Schatten im Gesicht oder auf der Haut, das wirkt irgendwie, ja ich weiß nicht, das würde vielleicht zu Halloween passen. Mit dem Nouveau Shimmer Pinselstift mache ich jetzt die Flügel schon fertig. Und ja, ich habe mich dann noch entschieden, meine weißen Gelpunkte zu setzen, die Augen der Schildkröte noch zu betonen. Und für das Herz habe ich dann das Glossy Essence nochmal rausgeholt und habe das Ganze dann halt noch ein bisschen passender zu den Knöpfen quasi gemacht. Und das war's auch schon. Somit ist unsere Karte auch fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!